Animal Crossing New Horizons ist mittlerweile 3 Jahre alt und viele Spieler fragen sich, wann ein neuer Teil kommt. Und ja, wirklich, Animal Crossing ist schon 3 Jahre alt, ich kann es auch nicht glauben. Da seit fast 1,5 Jahren keine Updates mehr zu dem Spiel kommen, ist das Spiel quasi für das allgemeine Interesse tot. Natürlich kommen trotzdem immer noch mal neue Spieler hinzu, die gerade sich erst Animal Crossing gekauft haben und das Spiel wieder so erleben wie wir oder die meisten von uns 2020. Jedoch liegt es einfach in der allgemeinen Natur von Simulationsspielen oder auch Spielen generell, dass sie irgendwann mal langweilig werden, weil das Interesse sinkt und es keine neuen Motivationsschübe mehr gibt, die Updates zum Beispiel liefern würden. Aber Animal Crossing war nie als ein Game-as-a-Service-Spiel geplant. Also es war nie geplant, regelmäßige Updates für Animal Crossing zu bringen. Das lag halt einfach nur daran, dass das Spiel noch nicht hundertprozentig fertig auf den Markt kam und die Entwickler so die Features nachgepatcht haben. Daher kann man es den Entwicklern nicht verübeln, dass keine Updates mehr kommen, weil es nie so geplant war. Und es gab auch noch kein anderes Animal Crossing, wo es regelmäßige Updates gab. Aber genug über Animal Crossing New Horizons geredet. Wann kommt denn jetzt ein neues Animal Crossing? Und wenn ihr dazu keine Infos verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es bisher keine offiziellen Ankündigungen oder Informationen seitens Nintendo zu einem neuen Animal Crossing gibt. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht irgendwann einen neuen Teil geben wird. Es ist üblich, dass Nintendo neue Teile von Spielenreihen erst dann ankündigt, wenn sie weit genug entwickelt sind. Das bedeutet, dass wir möglicherweise noch einige Zeit warten müssen, bis wir etwas Offizielles zu einem neuen Animal Crossing erfahren. Einen weiteren Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, ist die Tatsache, dass Animal Crossing-Spiele oft sehr aufwendig produziert werden. Die Entwickler bei Nintendo legen einen großen Wert darauf, dass die Spiele bis ins Detail ausgearbeitet sind und so ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen. Daher ist es möglich, dass die Entwicklung eines neuen Animal Crossing Spiels einfach Zeit braucht, um die hohen Standards zu erfüllen, die die Fans einer Reihe haben. Vor allem nach dem wie erwähnten Fiasko mit Animal Crossing New Horizons, das Spiel wurde ja schon einmal verschoben und kam dann 2020 trotzdem noch unfertig auf den Markt. Daher denke ich, wollen die Entwickler wirklich lieber mehr Zeit verstreichen lassen, als nochmal sich so unter Druck setzen zu lassen. Sehr viele Fans haben sich auch sehr darüber beschwert bezüglich den Updates. Deswegen denke ich, dass Nintendo daraus gelernt hat und da etwas vorsichtiger sein wird in Zukunft. Allerdings gibt es auch einige Spekulationen und Gerüchte über einen möglichen neuen Teil. Einige Fans glauben, dass Nintendo bereits an einem neuen Animal Crossing arbeitet und dass es möglicherweise in naher Zukunft angekündigt wird. Andere Gerüchte besagen, dass ein neues Animal Crossing-Spiel erst mit der neuen Nintendo Switch Pro entwickelt wird, die in der Zukunft erscheinen soll. Das würde aber bedeuten, dass wir noch deutlich länger auf das Spiel warten müssen, weil die Nintendo Switch Pro noch nicht mal angekündigt ist. Wenn wir uns mal die Zeitspanne anschauen, zwischen dem wir auf ein neues Animal Crossing warten müssten, bemerken wir, dass es immer mehr Jahre werden. Von Animal Crossing Wild World zu Animal Crossing Let's Go to the City waren es tatsächlich nur 3 Jahre. Also wir hätten jetzt schon fast ein neues Animal Crossing, wenn es nach damals geht. Von Animal Crossing Let's Go to the City zu Animal Crossing New Leaf, wenn man das Release in Japan nimmt, dann waren das 4 Jahre. Und von Animal Crossing New Leaf, wenn man immer noch das Release aus Japan nimmt, bis Animal Crossing New Horizons waren das ganze 8 Jahre. Wie ihr seht, sind die Jahre halt immer mehr geworden. Man muss aber sagen, von 2012, als Animal Crossing New Leaf in Japan rauskam, bis 2020 sind einige Spin-offs zu Animal Crossing erschienen. Zum Beispiel Happy Home Designer, das wunderbare Spiel Amiibo Festival. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Nicht. Und natürlich Animal Crossing Pocket Camp, das Mobile Game von Animal Crossing. Fangt mit der Info an, was ihr wollt. Hier kommt jetzt meine eigene Meinung dazu. Ich denke auf jeden Fall, dass ein neues Animal Crossing erst dann rauskommt, wenn auch wirklich eine neue Konsole angekündigt worden ist, weil es bisher fast immer so war, dass es pro Konsolengeneration ein neues Animal Crossing gab. Und die Nintendo Switch ist schon ziemlich alt, fast 7 Jahre alt. Und daher ist es auch langsam mal Zeit für eine neue Konsole, damit auch Nintendo mit der Konkurrenz mithalten kann. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass Animal Crossing New Horizons das zweitmeiste verkaufte Spiel auf der Switch war. Und diesen Erfolg will sich Nintendo bestimmt nicht nochmal entgehen lassen. Natürlich hat ja auch die Pandemie gerade in die Karten gespielt, weil viele Leute zu Hause waren und sich dann vielleicht Animal Crossing gekauft haben und so in eine virtuelle Welt geflüchtet sind. Dennoch, so ein Riesenerfolg lässt sich Nintendo natürlich nicht entgehen und es wäre dumm, wenn sie kein neues Animal Crossing veröffentlichen würden. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass relativ zeitnah zum Konsolenrelease auch ein neues Animal Crossing angekündigt wird, weil meistens brauchen Konsolen gute Titel, damit sie verkauft werden. Denn eine Hardware verkauft sich nur durch gute Software und weil Animal Crossing so beliebt war, ist es vielleicht echt ganz smart, Animal Crossing relativ früh zu bringen, wenn die Konsole noch relativ neu ist, damit sich viele Leute so die neue Konsole auch kaufen. Ein Traum wäre es ja wirklich, wenn Animal Crossing wirklich ein Release-Titel von der neuen Konsole wird. Also wenn die neue Konsole erscheint, erscheint auch ein neues Animal Crossing. Aber ich sag mal so, das ist für mich eher ein unrealistischer Traum, aber dennoch ist es ein kleiner Traum und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Animal Crossing hat auch einen sehr hohen Lokalisations- und Übersetzungsaufwand, weil es so viele Dialoge in diesem Spiel gibt. Daher dauert das Ganze noch länger und je umfangreicher die Spiele werden, desto umfangreicher wird auch diese ganze Lokalisation. Deswegen ist es meiner Meinung nach etwas unrealistisch, dass wir das direkt zum Konsolenrelease bekommen. Ein weiterer Punkt ist, dass das Entwicklungsstudio, das an Animal Crossing arbeitet, auch an Splatoon arbeitet. Und Splatoon 3 ist letztes Jahr im September erschienen. Das heißt, eventuell sind jetzt wieder mehr Kapazitäten frei, um sich auf ein neues Animal Crossing zu fokussieren. Und das würde bedeuten, dass seit circa einem Jahr das Team vielleicht intensiv an einem Animal Crossing arbeitet. Aber ein Jahr reicht natürlich nicht aus, um ein neues Animal Crossing zu entwickeln. Deswegen würde ich darauf nochmal 2 bis 3 Jahre draufrechnen, bis wir was von einem neuen Animal Crossing hören. Wie gesagt, sind das alles meine eigenen Spekulationen und nichts ist bestätigt. Wir müssen einfach darauf warten, dass die neue Konsole angekündigt wird und dann hören wir höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal wieder was von Animal Crossing. Im September findet höchstwahrscheinlich wieder ein Nintendo Direct statt, wie fast jedes Jahr. Also darauf können wir uns freuen und eventuell hoffen, dass da vielleicht was zu der neuen Konsole gesagt wird. Denn aktuell gibt es vermehrt auch immer mehr Leaks von einer Switch Pro. Also sind wir mal gespannt, was die Zukunft da bereithält. Übrigens, würdet ihr die neue Nintendo-Konsole kaufen? Das interessiert mich brennend. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich auf jeden Fall. Auch nicht nur wegen Animal Crossing, aber natürlich auch wegen Animal Crossing. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass derzeit keine offiziellen Informationen zu einem neuen Animal Crossing vorhanden sind und dass wir möglicherweise noch eine Weile warten müssen, bis wir etwas erfahren. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Nintendo in Zukunft einen neuen Teil der Reihe veröffentlichen wird, da Animal Crossing eine beliebte Spielereihe ist. Wir können gespannt auf die Zukunft von Animal Crossing sein und uns freuen, eventuell bald wieder in eine bunte, schöne Welt einzutauchen.